Hast du geguckt, ob das geht? Das tatsächlich immer. Das siehst du? Natürlich. Ja, und dann Sterne. Ja, das geht doch um Sterne. Das ist doch wie, fertig. Los! Und ein Applaus vom wunderbarsten Publikum der ganzen Welt. Kommt, freuen uns mal mit Jungfrau, bis zum 18. Mal, wenn ihr hier seid. Das Kreuz Martin Pulte. Guten Morgen. Von Adolf Klemer aus der Kurikur betritt die Bühne aus Puppenwiesen die 51, Giuseppe Traporino. Von Continental Team. Wir machen das so ein bisschen reportagisch. Ich stehe mit Steffi da. Ja. Toll zu jagen geht sozusagen. Es geht um seinen Titel, den er 2017 gewonnen hat. Exakt. Jörg. Ja. Peters Aurach. Jörg Blöfinger. Der Titelverteidiger wird mit Applaus in der Arena begrüßt. Und ich habe schon viele Gänsehaut. Ihr habt es geschafft. Gut. Ein Eieiei. Und jetzt habe ich Spaß. Lächeln. Ich glaube, unser Bild ist vermutscht auf der Leinwand. Und die Sonne scheint, ist das nicht schön? Jetzt bei drei. Okay, jetzt. Kannst du mal zurückschauen? Jetzt lass du noch mal yes. Hast du den Weg versperrt? 10 Euro. Ich habe sogar tatsächlich drei Sachen gewonnen. Wirklich drei? Das ist viel. Natürlich, also drei Sachen bei 10 ist doch wohl gute. Ich spiele und ich bin von den nächsten Jahren noch das an. Steffi Schuster ist bei mir, seit es einen Meistertitel gibt, Steffi. Bei den Frauen hast du den immer gewonnen. Jetzt hast du die Seiten gewechselt, bist Schiedsrichterin. Aber wer, wenn nicht du, kann uns genau sagen, was ist die Schwierigkeit hier in der Vorrunde? Also die Schwierigkeit ist, dass man zwei unterschiedliche Stapler, einmal der Schuppmaß-Stapler fahren muss und dann gleich anschließend wechseln muss zum Frontstapler, um sich einfach dann umzustellen. Und da ist die eigentlich die größte Schwierigkeit. Das ist jetzt sehr kleinteilig bei den kleinen Fässern. Was muss man da genau beachten? Ja, die kleinen Fässer sind so filigran.
Kran, dass man die genau sieht, dass man die genau mit diesem Modellstapler erwischt, mit den Gabeln reinfährt und als Pyramide übereinander stapelt. Was für eine Rolle spielt Nervosität? Eine sehr große. Also man muss ja auf die Sekunde genau funktionieren und die Nervosität einfach unter Kontrolle haben. Steffi, ich danke dir. Viel Spaß. Perfekt, Steffi. Danke. Danke. So, jetzt aber. Was ich ganz lustig finde, ist, dass ich im Prinzip sich anfühlt, auf dem Treppchen zu stehen. Du weißt, wie sich anfühlt, da drin zu sitzen. Und wenn die Hände ein bisschen zittern, das gehört dazu. Was war deine Taktik, immer bevor es dann losging, bevor auf die Löcher danke. Was? Alles gut, danke. Hi. So, Fahrzeug ist an, Sandbremse ist an, also jetzt fertig los, anbrennen. Reicht das nicht doch, oder? Reicht, oder? Ich hoffe doch. Ja. Herr Thomas, Sie haben viel erlebt schon in Ihrem Leben, sportlich, wirklich ganz viele Sachen mitgemacht. Wie war es im Stapler zum ersten Mal?
Ja, hat super viel Spaß gemacht. Ich war auch echt nervös, weil man kann ja auch ein bisschen was verlieren und als Sportler möchte man ja gewinnen. Aber wir sind eh schon alle Gewinner, die hier teilnehmen, weil es ist ja für einen guten Zweck. Und ich bin hier für die Kinderkrebs-Nachsorgeklinik, für die Katharinenhöhe und möchte hier Geld sammeln. Und deswegen finde ich das hier eine super Sache. Und ein dicker Applaus auf Jürgen Holstein.
Hab ich. Bleib da, ich komm vorbei. Boah, der erste Meistertitel für dich. Ja, schon. Wie sehr haben die Hände gezittert? Sehr. Was war besonders schwierig? Wann hast du gedacht, ich schaff's und wann geht gar nichts? Das ist Wahnsinn. Wahnsinnsgefühl gerade, ehrlich. Ich kann nicht mehr. Genieß es einfach. Hab Spaß. Das nicht zu verlieren. Ey. Thomas, zum ersten Mal im Finale und direkt gewonnen. Hast du dran geglaubt? Nein, nee, gar nicht. Ich bin hierher gekommen und habe gedacht, so die Vorläufe überstehen, mal gucken, vielleicht Viertelfinale und jetzt der Hammer. Wie war es für dich während des Parcours? Ich habe nie nach links, nach rechts geschaut, sondern habe einfach nur gedacht, so, okay, ordentlich stapeln, fahren und mal gucken, was passiert. Und jetzt der ganze Applaus für dich, Hammer, oder? Ja, ist der Hammer. Ich wünsche dir viel Spaß. Danke. Mega, abgefixt ist auch. Hammer, ja. Countdown. Ab los läuft die Uhr. Die Zeit stoppt, sobald alle I will briefly explain the rules of the record. So first, before the game starts, the team... Yes. Werden wir auf 10 Meter ausrennen, das ist die Chance. Okay, Aschaffenburg. Und wiederholen, Qualität zu produzieren, das ist unser Selbstverständnis.